Hallo und herzlich willkommen zum ersten Minecraft-Tutorial bei Märklin von den Minecraft. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr eine automatische Tür bauen könnt, wie ihr sie gerade eben gesehen habt. So, ihr braucht einen beliebigen Block. Ich habe jetzt Stein genommen, Redstone, Redstone-Verstärker, Hebel und klebrige Kolben. So, als erstes baut ihr mit den klebrigen Kolben hier ein 2x2 Feld in die Höhe. Dann baut ihr hier noch zwei Kolben aufeinander. Dann zwei Blöcke auseinander baut ihr hier nochmal solche hier. Ihr müsst es eigentlich nur spiegelverkehrt machen, dass es so aussieht. Dann füllt ihr mit eurem beliebigen Block hier das aus. Dann macht ihr hier, zieht ihr hier ein 2x2 Feld drüber und hier. So, jetzt verbindet ihr diese zwei Seiten. Nicht so. Dann brauchen wir die Redstone-Verstärker. Die setzt ihr über die inneren Kolben hier. Und die müssen ganz wichtig nach außen zeigen. Die stellt ihr auf 3. So. Dann verbindet ihr die mit Redstone. Dann legt ihr über diese äußeren Kolben hier eine Redstone-Leitung, nämlich so. Das gleiche auf der anderen Seite auch. Jetzt verkleiden wir das noch, dass es besser aussieht. So. Hier auch. Hier natürlich auch. So, das ist jetzt die letzte Seite. Dann brauchen wir nochmal Redstone. Hier legt ihr jetzt eine Leitung nach da außen und eine Leitung nach da außen. Jetzt tut ihr einen Hebel dahin, wo die Redstone-Leitung aufhört. Oder halt hinkommt. So. Das war eigentlich schon die ganze Technik. Jetzt müsst ihr einfach nur noch den Schalter umlegen und die Tür schließt sich. Und sie öffnet sich natürlich auch wieder. Wenn ihr jetzt durchlauft, könnt ihr sie auf der anderen Seite wieder schließen. Und wenn ihr rauslaufen wollt, natürlich wieder öffnen. So. Im zweiten Teil von der automatischen Tür werde ich euch zeigen, wie ihr eine automatische Tür bauen könnt, wo sich die dann auf beiden Seiten komplett, nämlich so, schließt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und bitte abonnieren, kommentieren und bewerten nicht vergessen. Ciao, Leute.